hat ziemlich viel Story in sich. Die Ritter der Sieben Königslande. Wäre auf jeden Fall eine gute T12-Verfilmung, der Ritter der Sieben Königslande. Ritter, das der Roman heißt, die Ritter der Sieben Königslande. Und gibt es auch übrigens bei Amazon zu kaufen. Sehr gut gemacht. Ritter der Sieben Königslande. Der Ritter der Sieben Königslande ist eine Vorgeschichte zu das Lied von Eis und Feuer. Es erzählt wieder fast ja, rund 100 Jahre vor dem Lied von Eis und Feuer durchstreifen zwei ungleiche Helden die Sieben Königslande in Westeros. Von Tyrion Lannister Patrick gab es Dank und Ei. Als junger, naiver, aber mutiger Heckenritter übertrat Sir Dungeon die meisten seiner Rivalen an Königsgröße. Wenn auch nicht an Erfahrung begleitet, wird er von seinen gleich kleinwüchsigen, kahlköpfigen Knappen namens Ei, dessen wahre Identität verborgen bleiben muss. Denn in Wirklichkeit handelt es sich bei den Jungen um Aegon Targaryen, der eines Tages König sein wird auf dem eisernen Thron. Die beiden ziehen von Turnier zu Turnier, von Abenteuer zu Abenteuer einer ungewissen Bestimmung entgegen. Der gute Macht ist auch von George R. Martin, ist die Vorgeschichte zu das Lied von Eis und Feuer mal wieder, aber unbedingt das Buch kaufen und abonnieren Sie meinen Kanal, damit Sie keinen meiner Videos verpassen und schauen Sie sich dieses tolle Prachtexemplar vom Buch an. Das ist sehr zu empfehlen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und abonnieren Sie meinen Kanal und liken Sie es, damit Sie und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie keines meiner Videos verpassen. Tschüss.